Willkommen zurück im zweiten Teil von Humpis der Talk. Im ersten Teil hat uns Cosima von Borsche, die aus ihrem Leben als Schauspielerin und Malerin erzählt. Und jetzt möchte ich begrüßen Ayhan Erden aus Stuttgart. Er ist einer der gefragtesten Hairstylisten hier bei uns in Deutschland und weit darüber hinaus. Mit Mozart geht's am besten. Ayhan Erden bei der Arbeit in seinem Salon Mozart. Der Stuttgarter Promi-Friseur ist ein Star in der Szene. Aus dem schlichten Handwerk macht er eine Kunst. Sein Credo, er ist überzeugt von seiner Einzigartigkeit, liebt Haare leidenschaftlich und will jede Dame hübsch machen. Der Michelangelo unter den Coiffeuren, wie ihn seine Freunde nennen, hat eigene Techniken entwickelt, die er meist mehr tänzelnd als stehend beherrscht. Schönheit hat bei ihm ihren Preis. Männer sind ab 150 Euro dabei, Frauen ab 250. Nach oben keine Grenzen. Und so umfasst seine Kundschaft allerlei Promis, vom Wüstenscheich bis zur schwedischen Königin. Diskretion ist für ihn selbstverständlich. Und in die VIP-Lounge hat auf Wunsch der Kundschaft niemand Einblick. Und damit herzlich willkommen bei Humpis der Talk, Ayhan Erden. Ayhan, schön, dass du da bist. Wir haben gerade vorhin vor der Werbepause von Cosima gehört, dass sie sehr zufrieden mit ihrem jetzigen Friseur ist. Aber wenn du eine Frau siehst mit einer so tollen Haarpracht, juckt es dich dann nicht trotzdem in den Fingern? Immer, immer. Also grundsätzlich, ich würde sagen, ich müsste noch ein bisschen das Haar so leichter zum Fall bringen. Und dazu habe ich meine Messerhaarschneidetechniken, die ich selbst entwickelt habe. Mhm. Und bei der Technik, da kann man stylen, was man möchte. Okay, also zeig uns erstmal, du hast dein Messer immer dabei, ne? Zeig uns erstmal dein Messer, deine Zauberwerkzeuge und deine Schere, die eigens auf dich angepasst worden ist. Okay. Zeig mal her. Das ist jetzt mein Messer, die ich gerne nehme. Die meisten anderen Kollegen von mir, die nehmen einen Razor, die dann wie ein Rasiermesser aussieht, aber das liegt ganz anders in der Hand und ich kann damit tänzeln. Also tanzen, einfach um meine Kunden, um meine Gäste herum. Und natürlich auch meine Schere, die auch selbst für mich entwickelt worden ist. Das ist jetzt keine gewöhnliche Friseurschere. Den kann ich in jede Richtung drehen. Und damit kann ich auch so mit den Haaren spielen, während ich schneide. Aber ich weiß, was ich tue. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Ja. Jetzt haben wir beide relativ unterschiedliche Haarlängen zugegebenermaßen. Fällt dir auch bei mir spontan was ein, was du machen würdest? Selbstverständlich. Also das, was ich jetzt so auf ersten Blick sehe, das ist, dass hier oben komplett das Haar zu kompakt geschnitten ist. Also es ist einfach, wie wir es auch nennen dürfen, 0815. Ja, Es ist ganz bestimmt, Stefan, keine Beleidigung, sondern es wird nur noch... Meine Friseurin wird beleidigt sein. Nein, ich hoffe nicht. Es wird nur noch so beigebracht. Das ist eben, was bei uns in der Branche der Tendenz dahingehend ist, dass es immer normal, schnell und immer wieder eben nicht auf diese präzise Arbeit Wert gelegt wird. Jetzt hast du ja mit diesem speziellen Spezialmesser eine spezielle Spezialtechnik dir selbst angeeignet und entwickelt. Warum machst du keine Friseurschule auf und sagst, hey, ich bringe euch allen bei, wie man wirklich Haare schneidet, damit sie voluminöser, feinflockiger, was weiß ich was fallen? Okay. Ich würde da dazu sagen, Gefühle kann ich natürlich nicht vermitteln. Ja. Es ist einfach das, was man vom Herzen, diese Leidenschaft, die in einem steckt, die muss man entsprechend dann auch herausprägen. Ich sage immer wieder,
bei jedem Druck, was ich auf dieses kleine Messer übe, entsprechend wird das Haar auch geschnitten. Und das muss man natürlich auch nicht nur lernen, es muss auch von einem innen heraussprudeln. Und das ist bei mir der Fall. Das ist jetzt nicht nur, dass man Talent hat, sondern auch, dass diese Leidenschaft mich auch zu Künste zu erheben, meines Berufes dargestellt. Also aus dem Beruf eine Berufung gemacht? Aus dem Beruf eine Berufung gemacht, genau. Du hast, das haben wir vorhin gehört, sehr viele Prominente, die auch deine Dienste in Anspruch nehmen. Ich meine, du bist ja auch nicht ganz günstig. Günstiger als meine Friseurin, aber wer weiß, ob ich nicht wechsle. Wer gehört denn zu deinen Kundenkreisen? Du darfst es wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, aber Silvia von Schweden gehört dazu. Das ist öffentlich. Also es ist öffentlich. Es gibt auch ein paar öffentliche Berühmtheiten, die ich nennen dürfte. Aber was ich sonst aus der Wirtschaft, Politik, Entertainment, was man sich vorstellen kann, gewisse Vorstände, natürlich darf ich keinen Namen nennen, aber in der Regel ist es so, dass ich einfach jeden bediene, der Anspruch an sich hat, an eigene Haare oder an eigenen Haarschnitt. Ich sag generell, man kann wirklich diese Qualität selbst spüren und man muss morgens dann gar nicht viel tun. Das ist die Technik, die dabei eine sehr große Rolle spielt. Also ganz individuell einen Menschen sehen und gucken, was könnte ihm auch für eine Frisur stehen, ihn beraten und ihn zu etwas Neuem hinführen optisch. Das ist dein Ding. Absolut. Also das Geheimnis des Erfolgs ist immer nicht das, was man das tut, was in ist, was angesagt ist, sondern das tut in der Tat, was auch zu diesen Charaktere passt und steht. Und das müssen wir als Künstler letztendlich auch wissen und das auch sehen können. Und wenn man das nicht sieht, dann arbeitet man eben auch in Anführungsstrichen. 0815. Entschuldigung. Du bist nicht alleine. Du hast eine Frau. Du hast mal gesagt, dass ohne deine Frau auch dieser internationale Erfolg, den du hast, gar nicht möglich wäre. Und du hast zudem noch ein ganzes Team, das noch andere Dienstleistungen, wir haben es gerade gesehen, goldene Kelche gibt es bei dir im Salon, vorhält. Was sind denn so die Wünsche deiner Klientel? Wenn du nachts um 11 angerufen wirst, können sie nicht mehr eben nach Zürich kommen. Ich stelle ihnen auch einen Flieger bereit. Ja, da bin ich immer dazu bereit. Also ich bin 7 Tage, 24 Stunden servicebereit, sage ich mal. Und ich stehe zu den Diensten und das ist das auch, was mich auch ausmacht. Weil um die Uhrzeiten kriegt man sonst keinen Dienstleister mehr. Und das ist auch das Erfolg, wo man hat, dass man auch einen Wunsch in dem Moment auch ermöglichen und erfüllen kann. Du hast mal, Silvia von Schweden haben wir gerade angesprochen, den Kopf verschönert. Gibt es denn ein Haupt auf diesem Planeten, das du gerne mal in die Finger kriegen würdest, um es neu zu stylen? Vielleicht sogar hier in Deutschland? Vielleicht aus der Politik? Aus der hohen Politik? Also mehr Vorsagen geht nicht. Unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, würde ich doch mal verändern. Was würdest du tun? Ihr Haar ist auch kompakt. Komplett kompakt geschnitten. Sie geht in den Röhren zum Friseur. Bitte? Spaß beiseite. Okay. ich würde da einfach meine Haarschneidetechnik anwenden mit dem Messer und dann würde sie viel, viel leichter damit umgehen können. Okay,
Also sie ist noch nicht auf der Gästeliste von Hump ist der Talk, aber ich schaue mal, ob ich euch zusammenbringen kann. In unser aller Dienst und Interesse, herzlichen Dank, dass du da warst. Cosima, herzlichen Dank, dass du heute Abend uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast. Liebe Gäste hier im Humpis-Quartier, liebe Zuschauer zu Hause, Humpis der Talk macht wie immer 14 Tage Pause und in 2 Wochen melden wir uns wieder hier aus dem Humpis-Quartier, dann mit meinem Kollegen Joachim Umbach. Herzlichen Dank, bis bald. Ade, tschüss.